Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition Abaddon, meiner ersten Fanfiction, nachdem sie durch einen Textumschreibegenerator und zwei Sprachen im Google Translate geballert wurde. Ich bin hier gerade beim Aufnahmebeginn noch unentschlossen. Eigentlich muss ich euch heute fast eine XXL-Folge geben, denn es gibt nur noch drei Kapitel in der Geschichte, bevor die Afterstory beginnt. Aber das nächste dauert nur ungefähr eine Seite, was vielleicht 7 Minuten wären. Das letzte nicht mal eine Seite, aber das Finale an sich ist halt über 2 Seiten lang, das Finalkapitel. Das heißt, es kann sein, dass wir heute einfach mal schnell noch ungefähr hier fast 5 Seiten, okay, 4 Seiten sind's, lesen im Vergleich, sonst haben wir 2 oder so. Das heißt, doppelt so lang. Naja, ihr werdet sehen, auf jeden Fall werden wir heute vermutlich die Hauptstory der Valros-Edition in Dom beenden. Und zwar mit Kapitel 23. Namen brauchen die Kapitel nicht mehr. Wir verbrachten die nächsten 6 Stunden damit, Pläne zu schmieden, bis Necrozma keinen Sinn ergab. Hören Sie, ich habe gehört, dass Latia, die dunkle Macht, ihre Truppen schickt, um sie zu verhaften. Doch denkt sie, bevor wir Silberdorf verlassen, werden wir zuerst zu unseren Träumen kommen. Denken Sie, wir haben überhaupt einen Kristall. Floink und Bulbasaur bringen Sie, wohin Sie wollen. Sobald ich Ihnen die Planung erkläre, fahren Sie nach Silberdorf und verbreiten die Nerds dort. Digga, nein, nicht die Nerds. Alles, nur nicht die Nerds. Gunther und Lord Ecke sind unterwegs. Diese Raketen treten in die dunklen Mächte ein. Dann morgen, weil mein Körper wie ein Prisma geformt ist, kann ich das Licht nach Bedarf aufgreifen und mich als eine ihrer Schubladen sehen. Okay, der Plan ist tatsächlich gut. Warum Schubladen? Die Burg kann uns auch zum Hof des Throns führen. Wo wir uns befinden, kann den letzten Krieg führen. Ist jeder glücklich? Niemand hatte eine bessere Idee, also haben wir beschlossen, diesen Plan in Angriff zu nehmen. Und so begann Floink und Bulbasaur. Entschuldigung, wir können dir in diesem Krieg nicht helfen. Alter, was habt ihr alle mit euren Kriegen? Oh, stimmt. Komm, wir sind jetzt im großen Finale und das einzige Ziel ist, dass Lord Ecke heute nichts wirft. Entschuldigung, wir können dir in diesem Krieg nicht helfen, aber solange wir unsere Pflicht zur Rettung der Welt tun können, stimme ich dir zu. Nachdem dein Krieg begonnen hat, werden wir auf die Säuberung warten. Danke für diese Welt. Auftritte. Menschen sind schön. Diese letzten 3 Sätze. Erstmal so, der viertletzte Satz. Wir werden auf die Säuberung warten. Was denken die passiert da? Natürliche Selektion oder was? Und dann kommt Danke für diese Welt. Auftritte. Menschen sind schön. Vor allem Floink und Bulbasaur haben noch nie einen Menschen gesehen. Ich meine, ja, Gent, aber der ist ja auch nur ein Mensch, der in ein Pokémon verwandelt wurde. Also wissen sie vielleicht, wie Menschen sich verhalten, aber nicht, wie sie aussehen. Und hier steht ja, Menschen sind... Warum argumentiere ich gerade gegen... Warum argumentiere ich da gerade für? Der Stern ist nie um die Sonne herum aufgetaucht. Schweres Leiden. Wir haben viele Stunden in Treasure Town verbracht, um die Grundbedürfnisse der Necrozma-Karte zu erfüllen, bis wir heimlich herauskamen. Wir verstecken uns vollständig, so dass die menschliche Seele uns nicht mehr sieht und die Karte vollständig zerstört. Wir hörten jedoch, dass es Floink und Bulbasaur gut geht. Wo auch immer wir hingehen, Pokémon sagt, dass das Ende der Welt nicht enden wird. Aha. Ich verstehe es nicht. Es ist nicht fair, über Pokémon auf der ganzen Welt zu lügen, aber es muss sein.
Nach einer Weile erreichten wir den Frühlingswald. Warte, das ist jetzt der Seelenwald, oder? So oder so ergibt es keinen Sinn. Dort beschlossen wir, die gesamte Energie für zukünftige Schlachten zu sammeln und versetzten uns in Lord Eckes Gebäude. Nee, Quellwald, stimmt, Quellwald. Den gab's nur einmal, deswegen... Doch, den Seelenwald gab's auch in der Geschichte schon. Der Quellwald, bei dem die Übersetzung auch Sinn ergibt, weil das wäre übersetzt, Quelle heißt Spring, Frühling heißt auch Spring, deswegen. Genius! Dort beschlossen wir die gesamte Energie, habe ich schon gelesen. Ich habe versucht, auf diese Weise einzuschlafen und zuversichtlich zu bleiben, aber ich konnte nicht. Zuerst dachte ich, es sei trocken, aber mir wurde schnell klar, dass es bei mir war. Morgen werde ich selbst über das Schicksal der ganzen Welt entscheiden. Wie auch immer, ich habe den ganzen Tag ein sehr schlechtes Konzept, als ob nichts Furchterregendes oder Einfallsreiches. Es ist etwas passiert. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich die Welt jetzt zweimal retten will. Ich habe auch viele offene Fragen. Welche Hilfe leistet Soul Forest jetzt, wie sie sagen, nur um mich bei dieser Arbeit zu unterstützen? Das weiß man wohl erst im zweiten Teil der Walross-Edition. Wir werden den Kristall des Raumes dort sehen und ich sage einen dreidimensionalen Schrei. Ist das alleine sein Schicksal? Digga, der dreidimensionale Schrei ist sogar noch krasser als der dimensionale Schrei. Was ist das für eine dunkle Macht? Darin ist nicht genug, um diese Probleme zu lösen. Der Sturm wird von Minute zu Minute größer, als würde eine Katastrophe gemeldet. Ich musste schlafen, konnte aber nicht. Ich weiß, dass Lord Ecke und Nick Crossman diesen Kampf teilnehmen werden, aber das ist ein großes Risiko für beide. Ich muss kämpfen, nein. Es gibt viele kleine Gefahren, die vermieden werden können. Ich beschloss, alle Anstrengungen zu unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Auf jeden Fall waren die Auswirkungen auf mich nach dem Krieg nicht signifikant. Meine Verantwortung in einer solchen Welt wird erfüllt. Mit diesen Gedanken schaffte ich es, endlich einzuschlafen. Eine Stunde später warnte Lord Ecke mich. Draußen änderte sich nichts. Es wird dunkel und fließt. Draußen fließt es, Alter. Eine Zeit des Lichts beleuchtet die Dunkelheit. Komm schon, Quint, die Zeit ist vergangen. Ich konnte die Unsichtbarkeit in ihm sehen. Oh Gott. Dieser eine Satz, Digga, das ist... Ich konnte die Unsichtbarkeit in ihm sehen. Nein, konntest du nicht. Aber noch mal kurz Feedback zu einem Satz drüber. Eine Zeit des Lichts beleuchtet die Dunkelheit. Ich finde, dieser Satz ist eine saugeile Zusammenfassung für die Walross Edition 2 insgesamt. Den muss ich mir auch merken. Also jetzt mal im Ernst, diese Geschichte bringt viel Scheiße und ich verzweifle oft. Aber... jetzt mal im Ernst, es gibt hier auch echt Sachen, die cool zu übernehmen wären für die echten Geschichten. Komm schon, Quinte, das hatten wir. Ich konnte die Unsichtbarkeit in ihm sehen, die auch zum ersten Mal in dieser Erfahrung gut war. Nick Schrosmer band meine Hände hinter mir, um unsere Pläne vorzubereiten. Aber er war so verloren, dass er sie in einem Schritt lösen konnte. Logischerweise konnte Lord Ecke es wegen fehlender Hände nicht tun. Wie er angedeutet hat, war es vor unseren Augen Zoroastrians. Also verließen wir das Gebäude, als wir in einem buschigen Wald Klarheit erreichten. War die Festung einige Kilometer zu Boden gestiegen. Ich hatte Angst, dass die Dunkelheit unter unsere Kontrolle geraten könnte. Und warum würde man davor Angst haben? Aber plötzlich erschien ein Lichtstrahl vor uns. Die Nekrose wusste, was passieren würde, und wir brachten es vorsichtig hinein. Leider standen wir vor dem Tor der Nick-Schosma-Basis
Unzählige Zoroastrianer sind hier und wir schämen uns nicht. Der Necrozma-Plan funktioniert gut. Sie haben auf all das gewartet. Danke für einen Moment. Ja, danke einen Moment für euren Support, ey. Schließlich standen wir vor der Tür des Palastzimmers und der Palastraum wurde leise geöffnet und mit Pfeilen gefüllt. Ganz, ganz viel Clickbait. Leute, Hype! Kommt, es ist soweit. Das große Finale der Pokémon Mystery Hour. Ich schlag gerade nebenbei mein Bein, vielleicht hört man das. Ja, ich sehe es am Ausschlag, man sieht das. Also den Ausschlag sehe ich bei der Audio. Das große Finale. Wir sind beim finalen Kapitel. Aua. Ich höre langsam auf, mich zu schlagen und mache stattdessen weiter. Ah, fuck, das Bein kann ich jetzt erstmal 3 Jahre nicht mehr anlecken. Nee, warte, was? Kapitel 24. Ausgewählte Leistung. Im Raum warten die nachdenklichen Ratias auf uns. Als Necrozma sich uns langsam näherte, fing sie an zu lachen. Ich hätte nie gedacht, dass du so beschützt wirst. Ganz zu schweigen von den Kristallen. Kristallen, was hast du getan? Verteilt? Egal. Auf jeden Fall werde ich dich auf dieses absurde Detail konzentrieren. Ich habe dich gehasst. Einige von denen, die ich nicht weiß, dass es noch schlimmer ist. Deine Reise endet hier. Oder ich lehne es ab, dir zu beweisen, dass du am Anfang nicht verloren warst. Zeigte Existenz und das war ihm offensichtlich egal. Wir sind es. Wir Bimsens! Du musst vorsichtig sein, wenn du mehr tun willst. Aber wenn du denkst, dass dir das immer noch nicht gelingt, lass es sie auch versuchen. Ich nahm das Putzpaket aus der Tüte und stellte mich vor mich, bevor ich daran zweifelte. Ich zweifle auch dran, dass du dich vor dich gestellt hast. Und das Putzpaket, Digga. In dieser Hinsicht, einen starken Halt zu finden, ist ein einzigartiges Gefühl. Es fühlt sich an, als würdest du erwachsen. Aber zumindest für die zweite Hälfte hörte das auf. Unser Gegner ist so wütend, dass er es für unmöglich hält. Was ist los? Wie wirst du alle Kristalle so schnell sammeln? Es wird dir noch leid tun, mit mir zusammen zu sein. Du bist ein schwacher Pokémon. Ich bin stark. Ein Element. Sieh, die Dinge laufen gegen dich. Dieser Kampf wird bald vorbei sein. Bald kannst du dich umschauen. Bereite dich auf dein Ende vor. Unser nächster Kampf beginnt mit diesen Worten. Necrozma und Lord Ecke umzingelten und beseitigten die dunklen Mächte. Leute, das ging schnell, das war's. Ich war dort genauso wie ich und war beleidigend. Das stimmt einfach zu gut. Ich war wie ich und war beleidigend. Der Feind beneidete meine Freunde und griff nur mich an. In keinem Fall spürte er den Angriff. Er sieht immer noch aus, oder sie sind nicht anders als ich. Es sieht so aus, als hätte ich so gut wie keine Kraft. Anscheinend gaben mir die subtilen Details nicht allzu viel. Stattdessen gibt es keinen Unterschied. Die Agenten gegen mich ärgerten mich, aber nicht so sehr, wie ich befürchtete, zerstört zu werden. Wenn meine Theorie richtig ist, dass reines Detail selbst den größten Teil seiner Funktion übernimmt, dann wären solche Gegensätze hoffnungslos. Der Kampf ist nicht von jeder Errungenschaft geprägt. Als ich die dunklen Mächte langsam und scheinbar aufmerksam sah, schien niemand in der Lage zu sein, etwas extra zu tun. Ich lernte die Gelegenheit und startete einen destruktiven Angriff. Mehr als die Angriffe, von denen ich geträumt hatte. Radis ging zur See und die Bewegung stoppte. Captain Ego! Necrozma und Lord Ecke kamen zu mir zurück. Bin ich überrascht, dass ich Angst vor diesem Krieg habe? Warum warnt mich der Latias in der Welt? Natürlich war ich ihr nicht nahe, aber es gab nichts. Ich habe mich auf den Überfall vorbereitet, aber nichts passiert, als ich ohne Probleme vor ihr stand.
Ich bin kürzlich zu Necromancer und Lord Ecke gewechselt. Ich denke, es ist geschafft. Plötzlich änderte sich etwas an Lord Hias. Leute, fürs große Finale etwas, das wir hin und wieder hatten. Es ist Google Time. Das war seltsam. Ich will das hier jetzt kurz googeln. Das Wort scheint es nicht zu geben. Nein, tut es nicht. Sehr schön. Adayaxi erhob sich aus ihrer Hand und sah aus wie Wolken über dem Raum. Ich hörte die Ankündigung der dunklen Mächte und war bereit zu kämpfen. Sie sagen, es ist einfach, ich habe nicht gelacht. Das sagen mir auch immer alle, wenn ich einen Witz erzähle. Die Wolken waren in viele kleine Äste zerbrochen und verstreut. Ich weiß nicht, was sie nach diesen Tagen plant, aber ich will es nicht meistern. Irgendwie sah ich nach ein paar Sekunden zu Lord Ecke plötzlich schreien. Gunther, pass auf! Aber in dieser Hinsicht war es zu spät. Dunkle Mächte flogen in alle Richtungen. Anders als ich zum ersten Mal darüber nachdachte, fühlte ich nichts. Gunther? Ich konnte Lord Ecke intuitiv verstehen, aber als ich ihn sehen wollte, tat mein Körper nicht, was ich wollte. Stattdessen hörte ich eine seltsame Anhörung von den dunklen Kräften. Quinte ist jetzt weg. Zuerst verstand ich nicht, was das bedeutete. Aber als mein Körper sich plötzlich anfing zu bewegen. Als ich im Schatten des Schattens war, kommentierte Lord Ecke, bunt, aber der Schatten kontrolliert deinen Körper. Die Macht der Dunkelheit kontrolliert meinen Körper und hält die Dinge hier sauber. Alles klar, so nach Motto, ja, ich bin hier selber zu faul, aber die Dunkelheit, die macht hier sauber. Läuft. Bevor ich realisierte, was wirklich los war, begann ich einen Angriff. Die Macht der Dunkelheit schien meinem Körper keine Kraft zu geben. Für eine Weile blieb ich normalerweise an ein Ohr. Was? Dieser Satz? Für eine Weile blieb ich normalerweise an einem Ort, aber dann fiel mein Körper auf den Friedhof. Gut ist, ich glaube, ist das das vierte oder fünfte Mal, dass Gent in dieser Geschichte eindeutig krepiert ist. Dies kann durch reine Elemente ersetzt werden. Ich versuchte Nick Crossmer zu warnen, aber es schien meine Gedanken nicht zu hören, woran das nur liegt. Die beiden Männer wachten nachts und verdunkelten dabei die Streitkräfte. Nekromant musste ein paar Meter vor dem Angriff werfen, aber er stand auf. Lord Edek verkämpfte verzweifelt mit diesem Tier, aber es sah gut aus. Als er anfing anzugreifen, blieb er stehen, starrte ihn an und sah ihn an. So ein Unterschied. Nach einer Weile hat er möglicherweise das Interesse verloren und ich sah Lord Ecke nach dem Angriff auf den Boden reiten. Hüa! Ich habe mein Bestes getan, um den Angriff der dunklen Mächte zu stoppen. Aber es war zu mächtig für mich. Ich kann nur sehen. Als sie sich schuldig bekannte, erinnere ich mich, dass ich versprochen hatte, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um meine Freunde am Kämpfen zu hindern. Jetzt bin ich hier. Ich kann nichts mehr tun. Ich habe mein Versprechen gehalten. Aber plötzlich sah ich all meine Freunde in meinem Kopf. Ich kann hören, wie sie mich anrufen. Ich habe viele Pokémon aus Silberdorf gesehen. Gruppen aus Saudi-Stadt? Das ist Saudi-Arabien, bloß kleiner. Fronka und Brassauer. Was? Fronka und Brassauer. Nick Schrossmer und Lord Egg. Gunther, du schaffst es. Es ist zu früh aufzugeben. Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist die Hoffnung auf eine solche Welt. Ich glaube an dich. Sie sind die Wahl. Als ich ihre Stimmen hörte, war endlich alles gewollt. Sie alle, sie haben sich geirrt. Ich kann diese Welt niemals retten. Meine Arbeit ist anders. Meine Aufgabe ist es, diejenigen zu unterstützen, die es wirklich vorziehen, Dinge zu erledigen. Ich weiß, dass ich keine dunklen Mächte besiegen muss.
wenn ich saubere Details zur Verfügung stellen kann, liegt es an der gewählten Person. Lord Ecke wird es tun. Jetzt muss ich meinem Körper wieder in die Erfahrung bringen, als wäre es nur ich. Ich schenkte ihr mehr Aufmerksamkeit, als ich mir vorgestellt hatte. Und ich sah sie in der Dunkelheit. Sie hat nicht angegriffen. Ich erfuhr, dass es für eine Weile ruiniert worden war. Und auf dem Weg war es notwendig, Kommentare zu bekommen. Lord Ecker sah sich an, was oben passiert war. Ich habe es gehofft, mit ihm in Kontakt zu treten. Lord Ecke, können Sie mich hören? Es war schockierend. Günther, bist du? Hör mir gut zu, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Sie müssen die Details richtig machen. Es ist für Sie, nicht für mich. Was auch immer der Preis ist, Sie müssen kreativ sein. Sie können nicht wie ich sein. Egal! Nichts mit mir. Es ist nur vorübergehend. Ich sah, dass ich langsam wieder die Kontrolle verloren hatte. Du musst es tun. Ich glaube dir. Die dunklen Mächte kontrollierten wieder meinen Körper. Nein, sie hatten Angst. Ich wusste, dass es keine Chance geben würde, diesen Krieg auszunutzen. Und sie schienen fliehen zu wollen. Aber trotz ihrer großen Anstrengung würde sie ohne diese klaren Details nicht durchkommen können. Drehte sich um und suchte verzweifelt nach Sicherheit. Aber ich sah in meiner Ecke, dass Lord Ecke, der reine mentale Kraft einsetzte und brillant fortgeschritten war, seine Augen angegriffen hatte. Was macht Lord Ecke da? Der soll doch gerade die dunkle Macht bekämpfen. Wo war ich? Seine Augen angegriffen hatte und anfing, mich anzugreifen. Es dauerte eine Menge Schmerzen. Ich gebe halt auch immer an Schmerzen an. Ich habe das Gefühl, wieder frei laufen zu können. Aber nicht nur das, ich konnte meinen Körper unter einem niedrigen Absatz sehen. Er stoppte die Bewegung auf seinen Füßen. Ich weiß, was passiert ist. Ich fand Nick Crossmore und Latias wachsam. Die Latias waren von dem Monster umgeben. Die Festung war ausgetrocknet und ich wusste, dass sie fallen würde. Ich hörte Latias fragen, ist es angekommen? Ist die Dunkelheit verschwunden? Lord Ecke ignorierte diese Frage. Er schien alleine zu kämpfen. Gleichzeitig ist die Lichtquelle so dunkel, dass man sie kaum sieht. Und warum ist es dann eine Lichtquelle? Sie blieb direkt vor mir stehen. Oder mein Körper war besser definiert. Die Nekrose stieg weiter! Vor allem ist es nicht nur, dass ich nicht aussprechen kann, da steht nicht mal weiter, da steht wieder an. Als er aufhörte, Falle, wir dürfen hier nicht gehen. Die ganze Stiftung ist zurück auf der Erde. Und damit sind wir jetzt beim endgültigen letzten Kapitel dieser Geschichte. Kapitel 25. Jubiläum. Der große Abschied. Mal gucken, ob er in dieser Version genauso emotional wird wie im Original. Plötzlich ging das Licht wieder an wie zuvor. Am nächsten Tag waren sie alle weg und ich war gerade zurück. Ich weiß, dass es egal ist. Bitte warten Sie ruhig auf den Schock. In diesem Moment war alles um mich herum eng. Ich war wieder dunkel für eine kleine Verlegenheit und dann befand ich mich in Trümmern. Ich ging zurück zu meinem Körper, aber ich konnte nicht gehen und als ich um Hilfe bat, kam kein Ton heraus. Ich hörte die stille Stimme, Floink und Bulbasaur, dann kann ich Latias und Nick Crossmore hören. Ich habe kein Wort verstanden, weil der Regen nicht nachließ. Der Wind war sehr kalt und Regen fiel auf die Felsen. War nicht gerade der Punkt, dass es nicht mehr geregnet hatte? Plötzlich sah ich, dass alles um mich herum anfing zu wachsen. Lord Ecke scheint sich auch darum zu kümmern. Ich hatte solche Hoffnung! Ich meine, schön, Lord Ecke hat nichts geworfen. Dann muss Günther es selber hier übernehmen. Mann! Als ich mich plötzlich in die Luft warf, war es Zeit, mich von mir zu verabschieden. Als ich den Papierteppich verließ, fiel ich in das Loch.
Lord Ecke befindet sich bereits am Fuße eines Berges, der aus den Überresten von Necrozma erwacht wurde. Dieser kleine Unterschied zwischen Necrozma und Necrozmas Festung ist doch relativ dezent, würde ich behaupten. Als er mich sah, war er nicht wach und sah mich ruhig an. Quent, was passiert jetzt mit dir? Ich habe es schwierig gemacht, die richtigen Worte zu finden, aber meine Aussprache war schwieriger. Mit mir verlasse ich diese Welt. Andere verstehen jetzt, was sich hinter ihnen verbirgt. Was willst du sagen? Ich muss mich lange von dir verabschieden. Ich will es nicht noch einmal machen. Was passiert, wenn du dieses Mal nicht zurückkommst? Ich werde nicht zurückkehren können. Ich werde diese Welt verlassen und in keine andere Welt zurückkehren. Du kannst ohne mich gehen. Das ist noch etwas anderes. Sie werden für sie da sein, wenn sie ihnen immer helfen. Was ich ihnen gerade mit ein paar klaren Worten sagte. Was auch immer jetzt mit mir passiert, sollte unübertroffen sein. Ohne mich wäre ich unter keinen Umständen gegangen. Ach echt. Und jetzt muss ich einen vernünftigen Preis zahlen. Du kannst es nicht sagen. Ich kann es nicht ohne dich tun. Ohne dich werde ich für lange Zeit sicherstellen, dass die dunklen Kräfte ihre Ziele erreichen können. Okay, Lord Ecke, gute Drohung. Ohne dich werde ich für lange Zeit sicherstellen, dass die dunklen Kräfte ihre Ziele erreichen können. Dafür hast du sie also vor ungefähr 5 Sekunden umgebracht. Bitte geh nicht. Passiert gerade. Sie können nicht alles ändern. Ich konnte mich nicht entscheiden, zu bleiben oder zu gehen. Ich gehe zuerst. Möglicherweise wurde dies jedoch von Anfang an beseitigt. Etwas, das ich nie wirklich sagen muss, und es wird immer höher. Alles wäre besser, Lord Ecke. Ihr alle, ich weiß, wenn die Welt wieder in Gefahr ist, werdet ihr sie retten. Solange sie die Hoffnung loslassen, können sie es ohne mich tun. Ich werde vor dir sein. Wenn ich gehe, werde ich bei dir sein, bis ich dich vergesse. Dies sind die letzten Worte, die ich sagen konnte, bevor ich in die Cloud komme. Ich kann Lord Eckes letztes Wort hören. Ich werde deinen Gunther niemals vergessen. Was auch immer passiert. Jetzt bin ich hier und ich fließe Millionen unter den Wolken. Ich weiß, dass ich es immer kann, aber ich bin glücklich, diese Geschichte zu schreiben. Obwohl ich es immer noch nicht kann. Während der Einsamkeit der Vergangenheit, die ich hier verbringen kann, möchte ich sicherstellen, dass Pokémon in den Sinn kommt. Sie müssen alle daran erinnern, dass wir für sie kämpften. Und ich hoffe, dass diese Geschichte Lord Ecke irgendwann erreichen wird. Beachten Sie beim Lesen dieser letzten Zeilen Folgendes. Wenn Sie nicht möchten, dass es fertig ist, Ende. Also kurz mal, ich fand das Ende war jetzt wirklich echt nicht schlecht. Das war gar nicht so anders als sonst. Natürlich ein bisschen unverständlicher, aber dieser letzte Satz, wenn sie nicht möchten, dass es fertig ist, Ende. Mit einem Satz dann noch so, das ist so dumm, Alter. Und das war es. Ich sehe, ich habe die Zeit sehr gut eingeschätzt. Wir sind ziemlich genau doppelt so lang wie sonst. Und damit ist die Hauptstory der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition in Dumm durch. Vielleicht seid ihr gerade in der Premiere, das überlege ich im Moment. Vielleicht baue ich jetzt gleich sogar noch seltsame, dumme Credits ein. Keiner weiß es. Aber was ich weiß ist, wir sehen uns hoffentlich zur Bonus-Episode, nicht ganz, zur After-Story noch einmal wieder. Und jetzt könnt ihr alle einmal abstimmen. Ich hoffe, ich denke dran, hier eine Abstimmung einzufügen. Würdet ihr die Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2 Returns auch gerne in Dumm sehen? Je nachdem, wie ihr euch entscheidet. Wenn ihr es sehen wollt, werde ich es noch beginnen, vor der Walross Edition 4. Und es wird vermutlich auch vor der Walross Edition 4 noch enden. Ich würde wahrscheinlich nicht lange warten. Ich denke mal, ich werde nur eine Folge After Story machen. Und dann würde ich mir vielleicht 4 Wochen oder so geben.
und dann die Walross Edition 2 starten. Wenn ihr das sehen wollt, dann stimmt oben ab und wir sehen uns wieder. Die Hauptgeschichte ist hiermit offiziell zu Ende. Ich habe Pokémon getroffen, wir haben Freunde gefunden und wir können es beenden. Ein Pokémon ertrank am Kreuz und natürlich half ich ihm zuerst. Freut mich zu lernen, dich zu kontrollieren. In den nächsten Tagen versuchte ich auf diese Weise mehr über Latias herauszufinden und sie kannte keinen der Todesfälle in Silberdorf. An diesem Tag habe ich gelernt, Vollzeit bei Floink und Bulbasaur zu arbeiten. Gleichzeitig dachte ich manchmal, ich hätte die Chips gefunden. Auch Waihi ließ ein paar Minuten entfernt einen Grabstein liegen. Nach einer Weile verlor ich meine letzte Kraft und starb. Ich habe dort zwei Pokémon gesehen, einer von ihnen ist gerade gestorben. Ich weiß nicht, was los ist, wie kann ich dich kontrollieren? Sie scheinen besonders nervig zu sein, denn zumindest wusste ich, dass sie mich schlugen und sich gegenseitig schlugen. Die Dunkelheit wurde immer dunkler. Wir beschlossen, mit ihnen das Haus von zwei Personen abzureißen. Wenn sie ihre Freunde wiedersehen möchten, lassen sie es mich bitte wissen. Plötzlich rief der Türrahmen, nur weiser Mann. Diese Entdeckung ließ für kurze Zeit alles wie Geld aussehen. Ja, ich versuche definitiv, sie endzubekommen, Ekzeme ausmerzen, aber Lord Ecke wird noch nicht erwähnt. Ich sage dir zwei Punkte. Entweder du gibst freiwillig auf. Plötzlich stieg er aus der Festung und lachte darüber. Plötzlich kamen Glühbirnen aus seinem linken und rechten Fenster. Der Punkt ihres Treffens änderte sich und plötzlich sahen wir, was ich jetzt als gewalttätig bezeichne. Er schaute auf den Kaffee und sah besorgt aus. Warum willst du mich nach einer Weile nicht in Lettland angreifen? Als wir die Spitze der Menge erreichten, schwamm Bulbasaur auf uns zu, aber Floink schien es zu unterdrücken. Wir müssen hier ein Tierheim errichten, um die Suche durchzuführen. Der Herr hat ihn endlich verlassen. Ich erzählte ihnen über ihre Fähigkeit zu schreien. Ich fürchte, Lord Ecke ist an der Macht, weil er zu viel weiß. Er wurde von uns gewaltsam getötet. Nachdem dein Krieg begonnen hat, werden wir auf die Säuberung warten. Ich nahm das Putzpaket aus der Tüte und stellte mich vor mich, bevor ich daran zweifelte. Wenn sie nicht möchten, dass es fertig ist, Ende.